Meeresstrand, ganz leer. Man kann hier stundenlang sitzen und einfach nur das Panorama genießen. Die Green Roads eignen sich perfekt zum Wandern. Der Weg verleiht der Landschaft Struktur. Strukturen sind für mich von Bedeutung. Menschen ohne Autismus filtern alle Informationen, die sie über Augen, Ohren und ihre anderen Sinnesorgane empfangen, unbewusst. Autistische Menschen verfügen in aller Regel über diese Fähigkeit nicht. Sie sind einer regelrechten Reizüberflutung ausgeliefert. Darum ist Irland ein ideales Reiseziel. Das Klima ist mild, die Landschaft klar gegliedert und überschaubar. Hey Kilian. Grüß dich, Kim. Schön, dass du heute bei mir bist. Dein Filmchen fand ich echt schön. Jetzt muss ich mal fragen, warum bist du Filmemacher geworden? Weil ich schon seit meiner frühesten Kindheit Filme mache und es war mein Traum, daraus einen Beruf zu machen. Was machst du tagtäglich? Verschiedenste Dinge. Ich filme, ich schneide, ich mache ab und zu Tonaufnahmen, ich darf ab und zu auch Redaktionen oder Regie führen. Was sind das denn so für Filme, die im Endeffekt dabei rauskommen? Ja, bedingt durch meine Firma, bei der ich arbeite, sind das ausschließlich Filme zum Thema Menschen mit Behinderung. In meiner Freizeit drehe ich allerdings auch Filme über meine Urlaube. Jetzt muss ich fragen, wie du gerade schon sagst, das mit dem Urlaub. Hat das auch damit was zu tun, wieso Irland? Ja, Irland ist seit vielen Jahren mein Lieblingsurlaubsziel, weil ich das Land sehr gut kenne. Ich brauche mich gar nicht groß an den Urlaub gewöhnen. Ich steige aus dem Flugzeug aus, steige aufs Fahrrad und fühle mich wohl vom ersten Moment an. Du bist ja Asperger-Autist. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du diese Strukturen in deinem Leben brauchst, oder? Genau. Neue, unbekannte Dinge überfordern mich oft im ersten Moment, weil ich die Eindrücke, die ich so erlebe, manchmal nicht richtig filtern kann im Kopf. Ich nehme zu viele Dinge gleichzeitig wahr. Und je länger ich mich mit einem Land auseinandersetze, desto gewohnter wird es mir, dort zu sein. Wie oft warst du denn jetzt mittlerweile schon in Irland? Über 10 Mal. Das erste Mal war ich mit 8 Jahren dort. Zunächst sind wir immer zum selben Ziel in Irland gefahren und haben im Laufe der Zeit die Ziele ausgeweitet. Ja. Und ich habe dir auch eine DVD mitgebracht von den letzten Jahren. Wenn dir das gefällt, kannst du gerne noch mehr davon sehen. Das ist aber lieb. Vielen, vielen Dank. Die helfe ich gleich mal an. Aber du warst doch bestimmt nicht nur in Irland. Allein durch deinen Beruf musst du doch viel umherreisen, oder? Ja, das stimmt. Durch meine Arbeit hatte ich vor ein paar Jahren die Gelegenheit, mit einem Kollegen zusammen eine Rollstuhlfahrerin in fremde Städte zu begleiten. Mit der Kamera. Es ist Dublin. Wir fahren nach Irland. Ah, gut. Lissabon. Das zeigen wir nicht, das zeigen wir niemand. Wieso ging es denn da, an diesen Orten, wenn du sagst, du brauchst eigentlich diese Struktur und dieses immer und immer wieder kommen. Wieso konntest du da an diese Orte reisen? Weil mein Kollege die ganze Organisation übernommen hat. Wenn ich neue Orte kennenlerne, fällt mir das leichter, wenn eine Bezugsperson dabei ist, die vor Ort dafür sorgt, dass ich keine Reizüberflutung bekomme, sondern erklärt mir, was wichtig ist. War für mich sehr aufregend, aber ich lerne gerne neue Dinge kennen. Das finde ich schön. Um deine Spontanität mal etwas zu testen, wollte ich mit dir hier im Studio jetzt einen kleinen Werbeclip aufnehmen und fragen, ob du Bock darauf hast. Ja, warum nicht? Gut. Dann legen wir mal los. Ich probiere einfach mal ein paar Aufsagen. Okay, einfach an dir vorbeigucken? An mir vorbeigucken. Okay. Immer nur einen Begriff und danach gehe ich auf die andere Seite und filme dich von der anderen Seite. Alles klar. Join irgendwas. Join wieder irgendwas. Dann können wir das später aneinander schneiden, dass du dich selber ansprichst sozusagen. Ja. Okay. Also probieren wir es mal. Und bitte? Entschuldigung. Gleich nochmal, kein Problem. Und bitte? Join Arts. Genau. Und jetzt auf der Seite. Soll ich jetzt da lang gucken oder da lang? Da lang. Okay. Und bitte? Join Music. Join My Life. Join Us on Facebook and Twitter.